was? Banane? Ah, da bist. Ich hab dich schon überall gesucht. Bei mir kannst du dich leicht verlaufen. Was ist eigentlich mit der Banane? Ja, bei mir wächst alles. Auch Bananen. Komm, ich zeig dir mal meinen Garten. Schau, da ist der Rusteigeis, Drachikapus Fortunae, der rote Holunder. Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt einmal zur Dicke Bar was trinken. Was magst du trinken? Was kannst du mir einen Namen bieten, Feines? Gin Tonic? Oder Rizzo Tonic, Jahrgang 23? Na, dann bleibe ich lieber beim Gin Tonic. Okay, dann machen wir das. Wie kommst du eigentlich auf den Namen Rittenstone Jungle? Naja, wir sind da am Fuße des Geschriebensteins und deswegen in Englisch Rittenstone Jungle. Sehr kreativ. Sag, ist das nicht schwierig, dass du in Österreich einen Dschungel aufziehst? Nein, eigentlich nicht. Man muss sich mit der Pflanzenwelt gut auskennen. Und dann habe ich das Glück gehabt, dass Biokan an mich herangetreten ist. Und seitdem wächst das alles wie verrückt. Ja, das sieht man. Was ist da eigentlich mit der Banane? Was verwendest du da? Die Dünge mit Bio-Vega. Bringt enorme Kraft und extremes Wachstum. Und das ist das Blumenrohr. Das bekommt Bioflores. Ja, das ist Blütenpracht, das ist ein Wahnsinn. Du bist wirklich ein Wahnsinnsgärtner. Und da habe ich meine Chillout-Zone. Na, da lasst sich's aushalten. Ah, nice. Ich glaube, da bleibe ich jetzt. Da haben wir den Schnurbaum. Dann da vorne ist der Blauglockenbaum. Das ist der gleiche wie unten. Das ist aber noch ein Jüngling. Ein Jüngling, aber der schaut riesig aus. Der wächst du schnell. Und das hier ist mein neuester Platz, der Feuerplatz. Schaut richtig einladend aus. Da werden wir uns gleich hinsetzen, oder? Und würdest du sagen, du hast mit Biokanna ein besseres Ergebnis erzielt als mit den Produkten, die du vorher verwendet hast? Ja, auf jeden Fall. Die Pflanzen sind widerstandsfähiger, viel gesünder, vitaler. Und man kann es ja nicht nur an einem Dschungelgarten benutzen. Zimmerpflanzen, Gemüsegarten, überall. Heute hast du ja ein richtiges Dschungel-Outfit an. Ja, man dachte, ich muss mich an die Umgebung anpassen, ne?